Politik immer und überall die richtigen Antworten liefern kann. Nein, das kann sie nicht. Und das gilt auch für die kommunale Ebene. Allerdings kann die Politik immer und überall die richtigen Fragen stellen. Und auch das gilt für die kommunale Ebene. Ich kann mich an einen Artikel des Extra-Tipp aus dem Jahre 1997 erinnern. Naja, wollen Sie den Inhalt jetzt in Abrede stellen? Sind Sie, an mir ist ein Genie vorübergegangen. Der Artikel thematisierte damals die Situation rund um den Stern im Bereich Jägerstraße, Hauptpost und Schillerquartier. Der zuständige Journalist war Viktor Deutsch. Damals schrieb der Extra-Tipp eher verniedlichend vom illegalen Hausfrauenstrich, aber auch von Beschaffungskriminalität im Zuge von Drogensucht. Insofern stelle ich fest, dass die Kommunalpolitik in Kassel ganz offensichtlich in den letzten 20 Jahren nicht die richtigen Fragestellungen aufgeworfen hat. Und meine Damen und Herren, dies ist ein ausgemachtes Armutszeugnis. Aber statt einer Law-and-Order-Strategie, die allenfalls kurzfristige, aber eben nicht nachhaltige Erfolge erzielen kann, benötigen wir einen ganzheitlichen Lösungsansatz, der ausdrücklich auch die Ausweitung der Sozialarbeit beinhaltet. Vor dem Hintergrund der anstehenden Wahl in Nordrhein-Westfalen gab der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Arnold Plickert, auf die Frage nach Problemstadtteilen und sogenannten No-Go-Areas zur Kenntnis, ich zitiere: Die Polizei ist der falsche Adressat, wenn es um gesellschaftliche Verwerfungen und stadtplanerische Unterlassungen geht. Zitat Ende. Ich denke, diese Aussage ist nichts weiter hinzuzufügen. Ein Ansatz in die richtige Richtung, der dann auch entsprechende Fragen stellt und Lösungsansätze erarbeitet, könnte die Initiierung eines runden Tisches sein, an dem Anwohner, Gewerbetreibende, Sozialarbeiter, die Polizei, eventuell auch Kirchen, aber allen voran auch Teile der Kommunalpolitik teilnehmen. Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung muss endlich erkannt und offen benannt werden. Alles andere ist nicht zielführend, sondern befördert lediglich die sicherheitspolitische Sau, die alle paar Jahre durch das Dorf bzw. in dem Fall durch die Stadt getrieben wird. Die Redezeit ist zu Ende. Und das gänzlich nur aus parteipolitischen Kalkülen.